Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land, aus ewigen Stein erbauet von Gottes Meisterhand. Gott, wir loben dich, Gott, wir preisen dich. O lass im Hause dein uns all geborgen sein. Auf Zion hochgegründet steht Gottes heilige Stadt, dass sie der Welt verkündet, was Gott gesprochen hat. Herr, wir rühmen dich, wir bekennen dich, denn du hast uns bestellt zu Zeugen in der Welt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute, am dritten Fastensonntag, haben wir Ostern schon näher. Und bevor wir diesen Wortgottesdienst würdig begehen, wollen wir bekennen, dass wir Sünder sind und bitten den Herrn um Vergebung. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, Herr, erbarme dich unser. Der Jesus Christus, du hast uns durch dein Kreuz erlöst. Christus, erbarme dich unser. Herr, du bist voll Gnade zu uns gekommen. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebete und Werke der Liebe. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit dem Volk anfangen? Es fehlt nur ein wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israel mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf dem Nil geschlagen hast, und geh, sieh, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag ein den Felsen, es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Das tat Moses vor den Augen der Ältesten Israel. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten geharrten und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt im Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt im Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zuflucht gebracht.
Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgeschlossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für meine Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für gute Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweisen seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lob dir Christus, König und Erlöser. Herr, du bist der Retter der Welt. Gib mir lebendiges Wasser, damit mich nie mehr dürstet. Lob dir Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit kam Jesus zu seiner Stadt in Samarien, der Sychar hieß, und nahm bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam seine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht bei den Samaritern. Jesus antwortet ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gaben Gottes bestehen, und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hätte du ihn gebeten und er hätte das lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast keinen Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser in ewiges Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gottes angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr werdet auf diesem Berg noch
in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden, aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will es der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alle verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Doch keiner sagte: Was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommt her, seht, das ist ein Mensch, der von alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Währenddessen baten ihn seine Jünger: Rabbi, iss. Er aber sagte ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander: Hat ihm jemand etwas zum Essen gebracht? Jesus sprach zu ihm: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte. Ich sagte euch: Erhebt eure Augen und steht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so dass sich die Seemänner und Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat die Sprichwort recht: Einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt, zu ermitteln, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugekommen. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viele mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Um zu der Frau sagten sie: Nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt den Hunger nach Brot und Durst nach Wasser. Beides braucht der Mensch, um zum Leben, anders wie die Freude der Liebe. Die Hoffnung braucht der Mensch ebenfalls. Er kann sie aber nur das als Geschenk empfangen. Der Gott Israel lässt sich gefallen, dass sein eigenes Volk gegen ihn murrt, ihn herausfordert und auf die Probe stellt. Er ist der treue Gott für jeden, der ihm vertraut, und auch für den, der Mühe hat, ihm zu vertrauen. Woher wissen wir, dass Gott uns kennt und sich für uns interessiert? Es steht in der Schrift, aber das genügt nicht wirklich wissen. Kennen wir es nur von innen her, wenn der Geist Gottes, der in uns wohnt, es uns bezeugt. Der Geist hat, er ist die Liebe, mit der Gott uns geliebt und an sich zieht. Müde und durstig kommt Jesus zum Jakobusbrunnen
und verspricht lebendiges Wasser zum Staunen der samaritischen Frau. Der Brunnen ist tief, tiefer noch als die Frau denkt, konnten Sinnbild einer ganz anderen Tiefe. Gottes selbst ist Quelle und Ursprung von allem, was lebt, ist die Kraft der Erneuerung für eine Welt, die staubig und müde geworden ist. Ich bin es, sagte Jesus auch zu uns. Seine Worte sind Geist und Wahrheit. Er wird für uns die zur Quelle lebendigen Wassers. Wer sich ihm öffnet, erfährt eine neue Energie, die Kraft des Heiligen Geistes. Die gute Wirklichkeit, es gibt Lebensstunden, in denen es sich verdichtet. Gott weiß um nicht. Gott ist nicht jenseits der Sterne. Er ist nahe. Zum Schweigen kommen, still werden und im Glauben da sein. Offen werden für diese gute Wirklichkeit. Gott ist da zu mir hin. Der Güte Gottes Antlitz ist mir zugewandt. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater der Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, kreuzig gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitze zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Christus hat uns zusammengerufen, er will uns mitnehmen auf seinem Weg zum Kreuz und zur Auferstehung. Ihm bitten wir voll Vertrauen. Für das Volk Gottes auf der ganzen Erde, das sich in diesen Tagen gemeinsam auf den Weg machte, um sich auf das Osterfest vorzubereiten. Wir bitten dich, erhöre uns. Und für die Hungernden und Unterdrückten, für die Leidenden und Sterbenden, für alle, die Jesus auf dem Weg des Kreuzes nachfolgen, lass zum Herrn uns beten, wir beten dich, erhöre uns. Für uns, die hier versammelt sind und auf Vergebung und Kraft für einen Neuanfang hoffen, lass zum Herrn uns beten, wir bitten dich, erhöre uns. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Beten wir, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Frieden und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach freiem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt euch einander ein Zeichen des Friedens und der Erlösung. Lasset uns beten. Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt und uns in der Speise ein Unterpfand dessen gegeben, was unsere Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Er segne euch, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Mir nach spricht Christus, unser Held. Mir nach, ihr Christen alle.
Verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinen Ruf und schalle, nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch, folget meinen Wandel nach. Ich bin das Licht, ich leucht euch für, mit heil'gem Tugendleben. Wer zu mir kommt und folget mir, darf nicht im Finstern schweben. Ich bin der Weg, ich weise wohl, wie man wahrhaftig wandeln soll. Wer seine Seele zu finden meint, wird sie um mich verlieren. Wer sie um mich verlieren scheint, wird sie nach Hause führen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein Nicht wert und mein Erzieher. So lass uns dann den lieben Herrn mit unserem Kreuz nachgehen und wohlgemut, getröst und gern in allen Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Krone, das ewige Lebens nicht davon.